Jo Leute, ab heute darf ich euch mein eigenes Battlefield 1 Gameplay zeigen. Ich war ja ungefähr vor 2 Wochen auf der EA Play in Los Angeles und habe Battlefield 1 Gameplay aufgenommen und das Embargo ist jetzt sozusagen abgelaufen und ich darf euch das Gameplay endlich zeigen. Ja, der Modus und die Map ist eigentlich genau das gleiche wie aus dem Livestream, das heißt wir sehen hier die Map San Quentin Scar und der Modus ist natürlich Conquest Large mit 64 Mann. Ihr könnt euch vielleicht fragen, warum manche Leute das schon hochladen durften, das waren Leute halt, die bei diesem Squads-Livestream dabei waren und ihre eigene Sicht durften die halt schon direkt hochladen. Dieses Gameplay ist aber vollkommen neu, das sind vollkommen neue Runden und die durfte auch noch wirklich keiner hochladen, da ist das Embargo halt jetzt abgelaufen. Ja, wie schon gesagt, ich habe das Ganze in Los Angeles aufgenommen und da auch gegen die ganzen anderen Battlefield-YouTuber gespielt. Und ich kann euch sagen, das Match war wirklich immer competitive. Es war nicht wirklich einfach, gutes Gameplay zu bekommen. Jeder hat da einfach echt krass gespielt und versucht halt, möglichst gutes Gameplay selber aufzunehmen. Trotzdem sind mir natürlich ein paar gute Szenen gelungen. Ich habe natürlich auch versucht, bestimmte Aspekte des Spiels einzufangen, damit ich jetzt halt auch verschiedene Videos produzieren kann. Ich habe auch schon einiges vorbereitet für euch. Ihr werdet jetzt im Laufe der kommenden 2 Tage einige Videos von mir sehen. Da geht es dann zum Beispiel um den Sniper oder Panzer-Gameplay oder um die Flugzeuge. Ich habe da einiges vorbereitet. Wird alles auf meinem Kanal kommen, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Auch wenn jetzt gerade das Deutschlandspiel heute ist, da wird auf jeden Fall danach auch noch ein Video kommen. Und jetzt habe ich parallel zu diesem Video auch schon ein Sniper-Gameplay hochgeladen. Das werde ich natürlich am Ende und in der Beschreibung verlinken. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen. Und im Hintergrund seht hier jetzt gerade Medic Gameplay. Die Waffe, die ich hier spiele, ist die Mondragon, also ein halbautomatisches Gewehr. Und hier sieht man, finde ich, gerade auch so ein bisschen, wie die Map aufgebaut ist. Am Rande hat man halt diese Ruinen und in der Mitte dann so ein kleines Dorf. Natürlich kann dieses Dorf auch zur Ruine werden, denn diese Häuser kann man vollkommen zerstören. Mehr dazu auch noch in einem anderen Video. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da wird heute Abend noch was Kleines zur Destruction von Battlefield 1 kommen. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen was vorbereitet, damit ihr möglichst viele Aspekte seht. Und ja, hier versuche ich dann natürlich gerade so ein bisschen diese Flagge einzunehmen. Ist nicht so einfach, denn da sind halt viele Gegner drumherum. Und diese Gegner, wie gesagt, sind alles Battlefield-YouTuber, die was dagegen haben, dass ich hier noch ein bisschen länger lebe. Ich versuche hier so ein bisschen durch dieses Fenster zu aimen. Das ging in der Closed Alpha nämlich ziemlich gut, denn die Lichtverhältnisse waren, denke ich mal, noch nicht final auf dieser Map. Und teilweise war es echt schwer, irgendwie was durch diese Fenster zu sehen. Und natürlich konnte ich da auch ganz gut die Gegner wegholen. Was mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen im Spiel fehlt, ist ein bisschen ja, schnellerer Killfeed. Der ist immer krass verzögert gewesen, wenn man einen Kill gemacht hat. Hat da schon ein bisschen gedauert, bis der aufgepoppt ist. Und wenn man 2 Kills gemacht hat, hat das halt noch länger gedauert, bis der 2. Name angezeigt wird. Ich hoffe, da wird noch so ein bisschen was verändert, aber ansonsten läuft es eigentlich schon ziemlich gut. Eine Alternative zu dem Ganzen wäre natürlich wieder ein farblicher Hitmarker, der einfach zeigt, wann man einen Kill gemacht hat. Es gibt natürlich wieder den roten Headshot-Marker, aber noch ein zweiter, ein blauer oder so, den habe ich zum Beispiel bei Battlefield 4. Wenn man einen Kill macht, wäre wirklich ganz praktisch. Und ja, hier im Hintergrund sehen wir jetzt nochmal einen anderen Clip, der bei anderen Wetterverhältnissen entstanden ist. Und ich finde, die Map sieht gleich ganz anders aus, nur weil sich halt das Wetter verändert hat. Ist also wirklich ein cooles Feature, was sie sich da ausgedacht haben. Und was ihr gerade seht, ist tatsächlich auch mein bester Killstreak, den ich in dieser Aufnahmesession erspielt habe. Das kann ich schon mal vorwegnehmen und ich kann auch sagen, der war gar nicht mal so krass. Liegt einfach daran, dass halt nur diese ganzen Streamer und YouTuber dabei waren. Ich sag's immer wieder. Es war leider nicht einfach und wenn ich auf einen ganz normalen Battlefield 4 Server joine, sieht das ganz, ganz anders aus. Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon so gut wie am Ende angelangt. Wie gesagt, ich habe noch einige Videos vorbereitet. Wenn ihr jetzt direkt mehr sehen wollt, dann kann ich natürlich nochmal mein Sniper-Video jetzt nochmal bewerben. Das könnt ihr direkt schon angucken, das ging parallel online. Werde ich natürlich in der Beschreibung verlinken und auch in einer kleinen Outcard. Da wird das Ganze auch nochmal ansehbar sein. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich eure Wünsche auch nochmal in die Kommentare schreiben. Was wollt ihr jetzt noch von Battlefield 1 sehen? Vielleicht habe ich es ja zufällig aufgenommen. Wäre auf jeden Fall ganz interessant zu wissen. Und für die nächsten 2 Tage, wie gesagt, wird es einiges geben. Also schaut auf meinem Kanal vorbei. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und mein Name ist MiaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao. Und das war gerade ein wunderschöner No-Scope-Headshot. Da hatte ich wirklich Glück gehabt. Das funktioniert auch noch. Und keine Sorge, das war es jetzt auch schon größtenteils mit meiner Sniper-Glory. Denn ich habe hier gegen die Bett.